Freunde, willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Es ist immer noch abends und wir haben in der letzten Folge hier das Fragezeichen gefunden. Jetzt gehen wir mal gucken, was Sache ist. Außerdem haben wir einiges an Waffen bekommen. Das ist sehr gut. Die haben uns nämlich nichts gekostet. Aber jetzt gehen wir mal schauen, was hier Sache ist. Die sehen topfit aus hier. Was geht ab? Moin. Who's your friend there? This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. Ein Biograf. I think I'd prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win. Freedom or glory. That's brilliant. I'm going to write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book... I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. Oh, no, 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 I just said that, but... You want me to go and find some... Sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Auf dem Bild dann? Here are some other Flophouse. Spitzenmäßig. Okay. Wir sollen Revolverhelden um die Ecke bringen. Also befragen und dann um die Ecke bringen. Sicherlich eine einfache Nummer. Das sind ja nicht umsonst Revolverhelden. Wo sind die Fotos? Dann zeig mal her. Benutzen. Umdrehen. Lesen. Maybelle Elizabeth Coulter. Die Grande Dame, die Grande Dame unter den Revolverhelden, die Dynamite-Witwe. Sechsmal verheiratet. All ihre Männer waren Spieler, Räuber, Gesetzlose. Nie geschieden, trägt ihre Witwentracht. Einziges überlebendes Mitglied der Coulter-Tobin-Bande. Gesetzlose seit Überfall in Rhodes. Hohes privates Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Tot oder lebendig. Zuletzt gesehen nahe Bluewater Marsh. Sollte mich fernhalten, zu gefährlich für einen einfachen Biografen. Na super. Aber ich darf dahin, ja? Witzmäßig. Was haben wir noch? Die hatten wir. Nummer 2. Okay, der sieht ja... Der sieht ja toll aus. Umdrehen. Lesenbar. Ja. Billy Midnight. Geboren Wilhelm Schnell. Der Mann, der Rabbit Matthews tötete. Kaum Informationen über Midnight vor obigem Mord. War vermutlich Matthews Flintenreiniger und Stallbursche, kannte Calloway. Erlangte über Nacht nationale Berühmtheit. Vortragsreisen, danach Nachstellungen von St. Louis bis St. Denis, San Fran etc. Erhielt Morddrohungen und war Ziel von Attentaten. Lebt jetzt zurückgezogen bis auf regelmäßige Besuche im Bahnhof von Rhodes. Dort nach ihm fragen. Okay. Dafür müsste man nach Rhodes. Hat der nicht was von 5 gesagt? Es sind nur 4. Achso, wahrscheinlich ist der, der auf dem Tresen liegt, Nummer 5.
Umdrehen. Flaco Hernandez, der Schrecken der Grizzlies, gesucht in 8 Staaten. Hey, Mitglied einer Bande aus mindestens 10 eiskalten Mördern. Stimmt das? Überfälle in Annisburg, Valentine, Strawberry und Umgebung. Oh, das klingt nach hier in der Nähe, weil Valentine. Zeitung berichtet. Versteck B von Colter. Tief in den Grizzlies. Grizzly Mountains. Wahrscheinlich zu keinem Gespräch bereit. Vorsicht ist geboten. Hm? Stand irgendwas von der Bande, ne? In der Zeitung? Vielleicht ist sie das. Und Nummer 4. Okay. Emmett Granger. Perverser, Mörder, Schweineliebhaber. Was? Oh Gott. 1882. Beaver Brook Massacre. Gemeldete Sichtung. 1886. Verschwinden der Familie Laidlaw. Vermeintliche Beteiligung. 1890. Die Chaparral-Morde. Verdächtiger. 1894. Verhaftung der Fosse-Bande. Zeuge. 1895. Begnadigung. Warum? Okay. Derzeit Schweinezüchter in der Nähe des Flat Iron Lake. Gespräch verweigert. Okay. Die haben wir jetzt alle auf der Karte markiert. Cool. Zeig mal her. Super. Davon ist nichts in der Nähe. Doch, hier. Emmett Granger ist in der Nähe. Wo sind die anderen? Da oben ist einer. Flaco Hernandez. Oh, das ist interessant. Das können wir vielleicht verbinden, weil ich meine mich zu erinnern, dass an... War das der See oder der? Ich glaube, der hier. Da gibt es, wenn ich mich nicht täusche, ein interessantes Pferd, das man sich, das wir versuchen könnten, uns zu holen. Okay, aber erstmal bleiben wir hier und ja, dann gehen wir bei dem mal vorbei, würde ich sagen, ne? Wenn er schon so nah dran ist. Wir müssen uns aber erstmal einen Wegpunkt hier rüber setzen, weil da müssen wir jetzt ja hinlaufen. Boah, voll weit. Na gut, tun wir ein bisschen was für die Ausdauer. Morgensport. Will jetzt kein Pferd klauen, dann kriege ich nur Ärger. Und Ärger kann ich noch gar nicht gebrauchen. Guck mal, Ausdauer. Da geht die Ausdauer schon hoch. Sehr schön. Hey there, partner. Und wir grüßen wir mal alle ein bisschen. Und geht auch schneller als gedacht. You, Mister. Excuse me. Oha. Oh, da geht mir die Puste aus, glaube ich. Hey, Mister. Einfach anschreien von hinten. Wie, Essen. Was war da mit Essen? Ah, hier, guck mal, hier sind wieder Möhren. Sehr gut, die nehmen wir mit. Eine optionale Mission ist verfügbar. Die Erledigung solcher Aufgaben kann gut für deine Ehre sein. Ist sie verzeichnet? Ich sehe nichts auf der Karte. So. Wo denn? Wo denn, wo denn? Wieso? Da ist ein X. Das ist ein X. Da liegt einer, heißt das. Ach, da! Kopfgeldjagd. Da müsste ich jetzt zurücklaufen. Das wäre doof. Aber irgendwo da ist ein X. Wo ist es? Ich bin da. Weiter links. Bahnstrecke entlang. Git. Oh, das ist eklig. Das ist nicht schön. Warum liegt denn hier so... Look on my works. Aha. Kann ich hier irgendwas... An den Adlerbeck? Fährte folgen. In welche Richtung? Puh.
Gehen wir in die Richtung hier. Keine Ahnung, ob das jetzt schlau ist. Das Blut. Ist die Fährte zu Ende, oder? Müssen wir in die andere Richtung? Da geht's hoch. Tropf mich nicht voll, bitte. Schauen, wo es hier hingeht. Ist auch Schluss, oder? Ja. Nee, das muss nach unten sein mit der Fährte. Oh. Fährte nicht verlieren jetzt hier. Da. Ach, hier. Untersuchen. Es ist... Du Schande. Eklig. Okay. Eine Karte? Me. Okay, erster Mordfallhinweis. Gut, okay, wir haben eine weitere Mission. Kann man da noch irgendwas einsammeln? Sammle die passenden Teile der zerrissenen Landkarte. Ja. Mehr gab es jetzt, glaube ich, nicht, ne? Da unten war ja Schluss. Haben wir hier Munition drin? Kurzer Check. Ja, 100 Schuss. Sehr schön. 56 und 60. Na, passt doch alles. Ja, die Fährte ist hier zu Ende. Hinten stehen Pferde. Tja... Wenn ich mich recht erinnere, es ist nur noch ganz dunkel vorhanden. Findet man über die Karte verteilt immer mal wieder so ein Spot. Irgendwas war da. Aber jetzt erstmal zurück ins Lager hier. Nochmal einen kleinen Sprint einlegen. Ausdauer pushen. Oh, vielleicht können wir aber... Ist hier irgendwo Tiere, dass wir was jagen können? Weil wir haben keinen Bogen mit. Dass wir nicht mit ganz leeren Händen kommen. Was ist das da? Was da hinten leuchtet. Ist das ein Tier? Was getroffen? Let's see. Oh, das war ein Adler. Ne, ein Truthahn. Ein Puter. Östlicher Wildtruthahn. Okay. Ach nein, ich hätte ihn komplett mitbringen müssen. Aber wir haben jetzt Vogelfleisch, das ist gut. Das ist sehr gut. Warte mal, dann machen wir Folgendes. Wie war das denn? Muss ich überlegen. Ausruhen. So. Lager aufschlagen. Und dann haben wir nämlich ein Lagerfeuer und können das Fleisch grillen. Oh, er hat den Spot gewechselt dafür. Schlafen, herstellen, kochen. Das wollte ich. So ein bisschen was an Fleisch bekommen. Guck mal, wir haben ja richtig viel hier. Kochen. Das konnte man, glaube ich, beschleunigen.
Jawohl, indem man das so ein bisschen mehr darüber hält. So, lagern. Nochmal kochen. Zurück. Achso, davon haben wir nicht mehr. Dann kochen wir den Fisch. Wo auch immer ich Fisch her habe. Keine Ahnung. Aber ist genommen. Lagern. Nochmal. Die Vorräte mal ein bisschen aufstocken hier. Einen können wir uns eigentlich auch direkt hier. Jawohl, zack. Einfach vom Messer runter. Genau. Gut. Das packen wir weg. Das sieht ja alles gut aus. Wie viel haben wir davon? Ich hoffe nicht zu viel. Oh, noch eins, okay. Ja gut, haben ist besser als brauchen, ne? Okay, das war's damit. Und dann haben wir noch Wildfleisch. Oh, das gibt richtig Karacho, würde ich sagen. Ich glaube, später kann man auch noch richtig Gerichte und sowas machen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist jetzt erstmal hier für die Grundlagen. Einen noch. Ich hätte das natürlich auch im Lager abgeben können, aber... Erstmal hier die eigenen Vorräte aufstocken. Boah, wie viel gibt's denn? Okay, das war's. Jut. Weggehen. Lager abbrechen. So. Ich dachte aber mehr an sowas wie ein Rehbock oder sowas. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Schauen, ob uns hier noch ein Tier über den Weg läuft. Dafür könnten wir... Das ist die Pump-Action. Nehmen wir mal das. Damit dürfte man einigermaßen jagen können. Sofern hier etwas rumläuft, was sich jagen lässt. Da! Den lassen wir mal in Ruhe. Unten sind Pferde. Verscheuch die Pferde nicht. Oh, ihr Depp. Nein. Ich will mir eins klar machen. Nee, nicht. Pack mal weg, die Waffe. Rufen. Nein, nicht weglaufen. Oh, ich hätte es gerade rufen können. Ruhig, ruhig. Chill. Ruhig, mein Freund. Ha. Stay. Stay. Genau. Hi there. Mal untersuchen. Was kann das? Ah, ist jetzt nicht. Oh, ruhig. Kann ich mal üben. Weil ich hätte vor, ein anderes Pferd natürlich einzufangen. Ganz ruhig. Alles gut. Stay calm. Stay ruhig. Ist gut. Nice and easy. Nice and easy. Oh, na! Okay. Alles gut. Warum rennt er auf einmal so schnell? Okay. Kann ich es nicht erstmal streicheln, bevor ich aufsteige?
Ich kann direkt aufsitzen, okay. Beruhigen. 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 Oh, wir haben's. Du hast das Pferd jetzt zugeritten, aber es hat immer noch einige Eigenschaften eines Wildpferdes. Steigere die Verbundenheit. Ah, erstmal beruhigen. Ruhig, ruhig. Vorübergehend lagern, indem du es im Lager anbindest. Okay, cool. Ja. Was waren denn deine Kumpels für welche? Waren die vielleicht ein bisschen krasser drauf als du? Ja. Okay, wir haben ein neues Pferd. Haha. Sauber. Und das ist nicht geklaut, das ist ein Wildpferd. Ein gezähmtes Wildpferd. Müssen wir mal gucken, was das Pferd kann, das wir aktuell haben. Also der hier hat, ich glaube, 3 Balken war das jeweils, ne? So, da können wir es festmachen. Pferd anbinden. Das lässt sich wahrscheinlich auch gut verkaufen. Nehme ich jetzt mal an. So, wo ist denn mein eigentliches Pferd? Wenn du dein Pferd anbindest, ruht es sich aus und seine Kerne werden aufgefüllt. Hey, Arthur. Ja, moin. Hi. Na, auf die Jagd gehen. Nee, wollen die jetzt nicht. Ich will mein Pferd finden. Welches ist mein Pferd? Du nicht, oder? Tennessee Walker. Bist du mein Pferd? Ich hab keine Ahnung mehr. Streicheln. Ich glaube, mein Pferd war heller, oder? Die anderen Pferde angucken, ob ich da auch untersuchen, streicheln. Kann ich nicht füttern? Dann würde ich behaupten, das hier ist eigentlich meins. Untersuchen. Dann untersuchen wir das mal. Was kann das denn? Ja, Mist. Info anzeigen. Ist es jetzt besser? Das ist dein Hauptpferd. Die grauen Balken. Sagen die aus, dass man das Pferd bis dahin quasi voranbringen kann? Mal gucken. Das hier wäre ein bisschen besser. Das ungarische Halbblut. Mal füttern hier. Mal mit hier. Mal eine schöne Möhre. Sehr gut. Verbundenheit aufgebaut. Es wird ab jetzt auf dein Pfeifen und deine Befehle hören. Perfekt. Hey, you're okay, girl. Ja, brauchst nur noch einen Sattel, ne? Oh, Kerne waren schon aufgefüllt. Ist jetzt trotzdem nochmal gefüttert. Naja. Wie kann ich dir denn einen Sattel verpassen? Das weiß ich nicht. Also Sattel brauchen wir ja schon, ne? Ja, moin, moin, moin. Hallo, hallo, hallo. Ich wollte meine Klamotten angucken. Die sind interessanterweise nicht mehr schlammig. Dann brauchen wir sie auch nicht wechseln. Was ist hier? Domino spielen. Aha. Nee, machen wir jetzt mal nicht. Wir wollen eigentlich zum Emmet. Zu dem da wollen wir. So. Essen habe ich jetzt nicht groß mitgebracht, ne? Jetzt habe ich den Truthahn auch verloren. Haben wir irgendwie Essen, was wir abgeben können? Was ist das denn hier? Benutzen. Achso, das ist die halbe Karte. Weglegen. Irgendwas im Inventar. Das hier sieht nach Essen aus. Das ist aber fertiges Essen. Was ist das? Gekochtes, zartes Schweinefleisch, Rindfleisch, Wildfleisch, Vogelfleisch. Aber wir haben schon ordentlich was dabei, würde ich sagen. Zutaten, Materialien, Ausrüstung, Wertgegenstände, Dokumente. Wo haben wir denn so viele Dokumente her? Sammlung an Briefen, Zigarettenbilder, Tagebuch, Rezeptbroschüren. Wenn man das liest, lernt man das Rezept? Geruchstarnung.
benutzen? Lerne ich das dann oder kann ich das schon? Wegnehmen? Ne, okay, da geht keine Meldung auf. Okay. Dann nicht. Kann ich diesen Sattel klauen? Kann ich nicht. Ja, was ist denn? Großer, hä? Hier kommt, dich füttern wir auch. So. Hier steht nichts von Sattel abnehmen. Deswegen... Na gut, dann benutzen wir den hier. Mit der Wäsche zu helfen? Okay, ich muss los. Kannst deinem Pferd Anweisungen geben, fliehen oder folgen, indem du es erfasst, wenn es in deiner Nähe ist. Aha, okay. So, dann wollen wir mal gucken gehen, was der Typ sagt. Der Schweinezüchter. Bin gespannt. So, jetzt kann ich hier nämlich auch auf Bogen wechseln. Ah, die finde ich ganz gut. Wir nehmen die. Aber du darfst sie ruhig wegstecken. Achso, hier lang. Galoppieren zerrt an der Ausdauer. Nehmen wir aus. Was ist denn der Zug? Morgen. Achso, ich muss hier hoch. Hoppla. Oh, Hase. Da wird geschossen. Wieso, weshalb, warum wird da geschossen? Es geht hier ab. Aha. Ein Wettschießen. Ach du Schande, das kann ich ja nur verlieren. Okay. Noch ein Revolverheld. Wette über 5 Dollar. Alter. Gut, komm, hey, dann haben wir die Kohle. Wir probieren's. Ich glaub ja nicht, dass okay, ich ein Revolver like to... Warte. Ich bin noch gar nicht so weit. Look, man, rules are simple. Hey, man, you shoot too soon. Warte, wie zu früh? Now. Was? Ach komm. Wie zu früh? Yeah, maybe. I'm always interested okay. In a good competition. Ja, gut. Sorry. Ach so, das ist auch so eine Nachladewaffe. Tschick, tschick. Okay. Oh, ärgerlich. Jetzt nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. So was Doofes. Was, hier ist noch ein Fragezeichen. Ja, wir bleiben aber erstmal bei dem. Können wir doch hier einfach drunter durch, oder bin ich doof? Einfach hier... Gott! Das ist wirklich nicht weit entfernt. Wir sind schon da. Hallo, hallo, hallo? Hab ich mein Gewehr dabei? Na, nee, habe ich nicht. So, wir nehmen das und ich glaube, hier brauchen wir keinen Bogen. Dann nehmen wir die Pump-Action-Flinte noch. Ja, man weiß ja nie. So, das heißt, ich tauge nichts. Hier untersuchen will ich nichts, will reden. Moin. Revolverheld hier oder was? Emmett Granger, da ist er. Hey, you. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were. You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long over. Okay. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me.
I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. Super. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Ja, das will ich auch hoffen. Pick up the fork and get to work. Okay, ja, hier. Get out of here and stop wasting my time. I'm gonna do this for you, but I don't like it. Jim boy weren't nothing, you know. Me? Geh mal weg, da Schweinchen. Women and children too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. Ooh. I scalped some. Boy, they scream when you scalp them. Hey, mieser Typ. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. I bash folks, butchered was folks. Das? I burned folks alive. Buried folks alive. Ja, ich hab's ja verstanden, du bist ein ganz böser Dude. You're mean. What about Calloway? You have no idea, girlie. By feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, what? And eaten you like a sausage. Das ist ein Kannibale. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. What? No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You're making a book. You should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say, and I'll leave you alone. You owe me that. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time. You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer. Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals, got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, hey, you don't hit no man of peace, no government witness. Ein Kronzeugen. Aha. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. Oh Gott, was geht jetzt da? Bleib ein Gentleman. Bleib ein Gentleman. That's my stick. Aha. Bringe Dynamit an dem Dummlager an. Okay. Why not? Das ist die falsche Stelle, okay. In der Mitte oder was? Ah, Dynamit platzieren, guck mal. Nein. Ach du Schande. Oh nein, das ist jetzt überall gleich. No. No. You did not. Oh. Ach du Schande. Oh mein Gott. Give yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw. It's gonna be the last. Ich weiß nicht, wie das geht. Halte gedrückt, um die Anzeige aufzufüllen. Wenn die Anzeige voll ist, ziehst du automatisch. Welche Anzeige? Ich hab doch gedrückt. Kontrollpunkt Neustart. Ich hab gedrückt. Ist nichts passiert. Ach so. Ah. Ich hab losgelassen vorher. Ah. Ärgerlich. Warum, mein Freund, hast du... Ah, ist doch doof. Einmal plündern. Oh, ich hätte erst das Bild machen sollen, ne?
So, da liegt irgendwie dein Revolver, den würde ich wohl mitnehmen. Komm ich da ran? Na, nein, da war er. Warte, wir müssen mal... Oh nein, wir können die Waffe nicht wechseln. Die tausche ich ablegen. Volcanic nehmen Grangers Revolver. So, ah, so läuft's. So, ich meine, meine Waffe bleibt auf dem Pferd, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt müssen wir noch ein Bild machen. Das gucken wir gleich mal. Da ist die Kamera. Kamera wegpacken. Handmodus. Warte mal, man sieht dich gar nicht. Zurück. Du musst ja dein Gesicht sehen. Guck mal hierher. So, jetzt aber. Das sieht doch gut aus. Klick. Zählt das? Jawohl, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Pferdchen, komm mal her. Wo ist es denn? Ah, da. Kann man, können wir hier auch noch plündern, würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Hühnchen. Komm mal weg. So, einmal schauen. Ja, da ist sie noch. Okay, dann ist alles gut. Grangers Revolver. Was ist jetzt hier besser? Ist das jetzt längere Nachladezeit oder kürzer? Feuerrate ist höher. Schaden nicht. Okay, ist auf jeden Fall besser als der normale Revolver. Aber die hier scheint mir tatsächlich doch die stärkere Variante zu sein. So, dann wollen wir mal gucken, was gibt's denn hier so Schönes? Maiskolben können wir nichts mitmachen. Damit auch nicht. Hier hängt halt ein Schweinchen. Irgendwas auf dem Klo versteckt. Nee. Okay. Warte mal, jetzt rennt mir das Pferd nach. Soll's ja nicht. Bleib. Nicht, dass er hier noch ins Feuer rennt. Ein Feuer ausruhen, herstellen, kochen. Brauchen wir alles nicht? Können wir rein? Nee, abgeschlossen. Schade. Gibt's hier gar nichts zu holen? Das ist ja doof. Ich dachte, hier könnte man noch irgendwas holen. Ich könnte ein Schwein mitbringen. Als Essen. Fürs Lager. Ob das geht? Ausprobieren. Na, ihr Ferkelchen, tut mir leid, aber das Lager braucht Essen. Ja, eins reicht. Heute aufheben. Das heben wir einfach auf. Ja, komm mal mit. Ein Berkshire-Schwein. Gott. Ich wurde von der Pforte gefangen. Jetzt heute Schweinebraten im Lager. Fällt gar nicht auf, wenn eins weniger ist, würde ich sagen. Zack. Sehr gut. Essen ist auch gesichert. Mensch, das war erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben Emmett Granger. Wir haben Essen. Gute Nummer. Komme ich hier wieder hoch? Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Hier, das passt doch. Sehr schön. Oh, der Dude ist wieder da. Wo war denn das? Da hinten war das. Probieren wir es nochmal. Das Schweinchen läuft ja nicht mehr weg, würde ich behaupten. Easy, ruhig. Ruhig, nicht so schnell.
Nee, da hinten läuft irgendwas anderes. Help? Was heißt hier Help? Nicht, dass ich wieder draufgehe. Das gehört der Kutschengesellschaft. Was ist denn hier los? Hey, shut up. Get out of here. Act like you never saw this. Ihr habt doch wohl nicht einfach den armen Mann erschossen. So. Ihr wird nicht überfallen. So, bewusstlose, gefesselte oder ermordete Personen werden gemeldet. Gesetzeshüter. I don't hardly know what to say. Ja. Thanks, I guess. Ja, das ist richtig. Done me a service. Hey, look. The stage company's gonna write this off wird das hier sowieso als Diebstahl abschreiben. Wenn sie den Tresor aufbekommen, können sie sich da rausnehmen, was sie wollen. Ey? Das waren nämlich O'Driscolls. Ja, cool. Na dann. Wo ist denn der Tresor? Starker Magenbitter. Na, O'Driscoll, was geht ab? Revolvermunition. Gut. Was hat der da für einen Revolver? Kettleman. Ja, den haben wir auch. Brauchen wir nicht. Wo ist jetzt der Tresor? Dietrich benötigt. Schloss. Aufheben. O'Driscoll. Ich will nicht... Kann man die auch aufschießen? Hey! Stopp! Stopp! Na super. Das ist nicht so gut gelaufen. Irgendwann halten sie doch bestimmt an. Ja, guck mal da. Haben sie sich wieder beruhigt. Ruhig, ruhig, ruhig. Ob ich die Pferde mitnehmen kann? Ich kann ja die Pferde mal durchsuchen. Nehmen. Revolvermunition. Ist da noch mehr? Dosenmais. Sauber, das war's. Mehr nicht? Was ist das für ein Tresor? Die Pferde irgendwie begutachten? Ja, untersuchen? Info? Ein Shire. Schlechter als das, was wir haben? Das sind alles Shire, oder? Ja, das sind eher Kutscherpferde. Na du? Was bist du? Ein Brabanter. Oh, der ist interessant. Okay. Und du? Bist du? Ein Shire. Das sieht cool aus. Wie kann ich dich losschneiden? Hier. Streicheln. Nein. Gutes Pferd. Wieso fliehen? Kann ich den nicht... Kann man den nicht reiten? Doch, kann man. Wenn ich den jetzt ins Lager bringe. Mal gucken, ob das geht. Stopp, 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 stopp. So, folgt mir mal. Wir nehmen hier ein Pferd nach dem anderen mit. Ich glaube, den Kutscher hätte man noch durchsuchen können, aber... Och, reitet sich gut. Hey, who's there? Oh, hi, Bill. Arthur, dumbass. Arthur, dumbass. Moin, ihr habt noch ein Pferd mitgebracht. Wo ist denn der Anbindebalken? An die nicht mal. Ach, da hinten. An den wollte ich. Von der falschen Seite gekommen. Guck mal, da ist noch unser Wildpferd. Und dann kommst du genau daneben. So, sehr schön. Mein Pferdchen. Und du. Wie nehme ich das jetzt runter? Ach, hier.
Komm mal her, das Schweinchen. So, und jetzt kannst du bleiben. Oder folgst du mir hier weiter, oder? Nee, tu da nicht. Gut, gut. Also super erfolgreich. Mission Granger geschafft. Schwein mitgebracht. Und ein Pferd. Und jemanden gerettet. Spenden. Schweinekadaver. Gut, ein totes Schwein in gutem Zustand. Weist leichte Schäden auf. Kann verkauft werden. Für die Vorräte. Tierfett. Das Fett von Bären, Wildschweinen, Bibern, Enten, Gänsen. Kann verkauft oder zur Herstellung von Gegenständen. Dann behalten wir das mal. Federn auch wegen, Pfeile und so, nehme ich an. Dass wir die das gebrauchen können. Thank you, Arthur. Gerne, Mr. Pearson. Der Trapper wird auf der Karte mit einer Tatze angezeigt. Okay. Hab jetzt aber nichts mehr für den Trapper. So, was hat sich hier jetzt alles so ergeben? Die drei. Leopold Strauß, Kieran und... Ah ja, Hosea will mit uns jagen gehen. Und hier haben wir aber noch den Reverend. Okay, wir sind allerdings auch schon wieder bei einer Dreiviertelstunde hier unterwegs. Also bevor wir jetzt eine neue Mission anfangen, würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Runde. Da ist der Trapper. Wir könnten noch zum Trapper reiten. Das könnten wir eigentlich machen. Ich glaube, wir haben nichts für den, aber dass wir zumindest einmal da waren. Dann machen wir das heute noch. Machen wir keine Mission in dem Sinne. Gucken da einfach mal vorbei. So, ich würde ja jetzt gerne das große Pferd nehmen. Hey, hey, ne? Alles gut? Du, ich habe keine Zeit. Ich will zum Trapper. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ah, ist gar nicht so kurz der Weg, aber passt schon. Bisher, ich muss weiter. Man sieht sich. Und für so einen Quatsch wie Domino und so, da war keine Zeit für. Keep your eyes open, Bill. Arthur. Ab dafür! Vielleicht können wir da irgendwas werden. Ich glaube noch nicht, aber gucken kostet ja nichts. Oh, ein bisschen langsamer, nicht, dass wir kollidieren. Your distance would be appreciated. Er zieht einfach sein Gewehr. Wir haben gar nichts gemacht. Dann nehmen wir lieber auch mal Gewehr in die Hand. Die hier. Ist abschreckend, würde ich sagen. Oh oh. Ist ja irgendwo eine Deckung da am Stein. Ist gut. Stopp! Runter! Mist, da sitze. Kuh. Du bist doch mit Sicherheiten und Driscoll. Oder? Mein Pferd ist abgehauen. Pferdchen! So, wer wart ihr denn hier, Freunde? Ihr wolltet mich überfallen, meine lieben Kumpels. Ein O'Driscoll, na klar. Er ist halb so wild. So, da kommt mein Pferd, da läuft sein Pferd. Ob ich sein Pferd beruhigen kann? Kopfbedeckung. Ich möchte die Kopfbedeckung. So, hebe ich doch den O'Driscoll auf, oder? Ah, ne. Danke für den Hut, Mister. So. Ich wollte mir noch plündern. $5! Alter. Nice.
Mist. Ach, blöd. Nur verwundet. Das ist nicht gut. Da müssen wir hinterher. Ja. Bist du fährt da auf dem Pferd? Ich? Das ist blöd. Ich habe einmal getroffen, aber nicht vernünftig. Tja. Okay, ist davon gekommen. Hast du Glück gehabt, mein Freund? Ist okay, würde ich sagen. Wenn es entkommt, dann hat es das auch verdient. Ja. So, aber wo ist das Pferd? Das war doch irgendwo. Es steht doch bestimmt in irgendeiner Ecke rum jetzt. Oder ist das wirklich abgehauen? Es ist tatsächlich weg. Ist ja doof. Was hängt denn da im Baum? Okay. Krass. Traumfänger. Guckt euch diese Details an, die da überall zu finden sind. Einer von 20 Traumfängern gefunden. Einfach nur durch Zufall. Ich hatte keine Ahnung, dass es den hier gibt. Gibt es irgendwie Pflanzen, die man... Nee, hat getäuscht. Okay. Dann könnten wir jetzt theoretisch Versuch 2 machen. So schnell! Mist. Wieder nicht sauber. Aber okay, läuft weiter, fällt nicht um. Ich dachte, die fallen dann irgendwann um. Das Gewehr ist nicht so stark, wie ich dachte. Tja, vielleicht hätte ich doch das erste nehmen sollen. Naja. Okay. Kann man nichts machen. Alright, boy. Ah. Aber mit diesem schönen Bild... Zack. Verabschiede ich mich, würde ich sagen. Das war doch eine coole Runde. Wir haben einiges geschafft. Einiges gemacht. Für heute ist damit Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne wieder einen Kommentar da. Gerne einen Daumen da lassen. Und gerne natürlich auch ein Abo. Da sage ich nicht nein. Ich bedanke mich bei euch. Und sag... Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Red Dead Redemption 2. Bis dahin. Ciao, ciao.